Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Might and Magic Era of Chaos. Ich werde das Spiel mal starten. Ich habe es ja auch schon heruntergeladen, so wie immer. Mein Account gesucht, ich habe ihn auch gefunden. Und da auf den EU-Server 84 bin ich. Ich wollte mal machen, dass die ganzen Nachrichten von Facebook und so mal nicht mehr auftreten. Naja, egal. Kommt noch. Wir werden erstmal die ganzen Punkte, die roten Punkte wegmachen. Schnell abschließen. Bestätigen. Schnell abschließen. Bestätigen. Schnell abschließen. Bestätigen. Schnell durchlaufen. Okay. Immer noch ein roter Punkt da. Keine Ahnung. Dann gehen wir mal hier rauf. Ein Vorder und alle löschen. Game-Mission ändern. Ab heute gibt es einen neuen Gildenchef. Bestimmt ich, weil ich gerade wieder online gegangen bin. Ja. Bestätigen. So, Mission. Da habe ich schon welche Tagesqueste fertig. Boah. Ich bin ja schon fast fertig. Cool. Umsonst. Oh, ich bin jetzt Level 54. Das ist ja mal nice. Von 51 auf 54. Warum leuchtet der immer noch? Na egal, gehen wir weiter. Wo sind noch rote Punkte? Hä? Und was ist das hier? Ah, ich kann nur einen ausholen. Okay. Wie lange dauert das? Thank you.
Keine Ahnung, bei dem Punkt auch. Hab von vielen Punkten keine Ahnung. Meine neue Armee. Wie ist die? Knoll? I will restore Irathia to its former glory. I will restore Irathia. I am the best archer in the world. Ich habe kein Skill, ich habe nur den alten. Oh, bin ich ein neuer Kaiser? Eine Kaiser bin ich ja schon lange. Nein. Noch nicht aufgestiegen. Ich bin ja nicht der Graf. Der Kaiser war hier hinten irgendwo. Nee. Graf, Herzog, Kreuzung, Prinz, König. Gibt's gar keinen Kaiser. Gut, dann werden wir jetzt die Mission weitermachen. Tägliche Mission. Was fehlt uns da noch? Schließe eine beliebige Unterstufe 20 Mal ab. Okay. Dann fangen wir mit dem höchsten an. Das ist der hier. Durch mit allem. Eins, zwei, drei, vier. 4 mal 5 sind 20, also fertig. Gib 50.000 Gold aus. Töte 3 Spieler. Ein Gildenabenteuer. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Ich sehe neue Spieler. 1, 2, 3, 4. Wow. War das nicht meine eigene Gilde? Wie kam man zur Gilde? Gilde? Gilde. Gilde. Ne, ist gar nicht meine eigene Gilde, ist eine andere. Ach, stimmt. Ja. Der ist VIP-Spieler, er ist VIP-Spieler. VIP 9? Boah. Ich bin VIP 0. Gibt's hier denn irgendwas mit VIP? Keine Ahnung. Egal. Ich wollte Mission weiterspielen. Also Herausforderungsaufgaben. Töte 3 Spieler im Gildenabenteuer. Weiter. Versuche dich an beliebigen Story 10 Mal.
ich muss hiermit anfangen, ne? Automatisch. Und ich nehme den Schwächsten. Nein. Dann halt ohne. Ich muss einen nehmen. Hey, was soll das hier? Wie kann ich den denn bestätigen? Helmwert muss also 1700 mindestens sein. Dann hier. Ah, hier geht es. Und hier. Ah, die drei, die Helden sind hier schon unterwegs. Da ist der eine Held drin, da der andere und hier ist die Frau drin. Deswegen geht das also nicht. Einfallen? Okay, dann machen wir mal einen Kampf. Schneller, 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 schneller. Automatisch. Follow me to victory. Follow me to victory. Und nochmal. Kampf. Können wir ja eigentlich überspringen. Oh, nee, ist ein anderer Kampf jetzt. Dann wird es ja doch interessant. Oh, das verliere ich. Eine Niederlage. Okay. Kampf. Da ist ein Pferd und hier ist ein Pferd. Da können wir die Krieger hinpacken. Dann sind da oben die Dinger. Dingsbummens. Warum habe ich noch kein Vollbild? Come on.
Yippie. 3 Sterne. Und weiter geht's. Oh, ich hab vergessen aufzustellen. Sind die hier hinten tot dabei? Scheiße. Mittlerweile so stark, dass die fast gar keinen Schaden mehr machen. Der muss auf jeden Fall da sein. Und die kommen weiter da runter. Nice. Kampf. Machen wir so. Das wird schon passen. Und down ist er. So, haben wir noch irgendetwas hier? Da. Nehmen wir auch noch mit. Lass mal so. Angriff! Da. Zubi. Und das hier bestätigen. Wähle eine Belohnung aus. Was ist das hier? Nehmen wir die hier. Zauberspruch. Der letzte Kampf. Überspringen. Mauer nochmal gucken. Ist die Mauer davor? Zwei Reihen Mauer. Was soll ich da machen? Mit die Reiter geht es da nicht gut vorwärts dann. Bei Kapitel 8 kriege ich den. Das sieht gut an.
Erstmal hier wieder raus. Und hier gehen wir wieder in der Stadt rein. Das ist nicht die Stadt. Alles Christus. Sieg. In 34 Sekunden. Fast 2 Minuten haben meine Leute überlebt. In der Stadt rein. Oh, doch. Das eine war doch eine 2-Tages-Quest wieder geschafft. Schön. Versuche dich an beliebigen Storys 10-mal. 5-mal habe ich gespielt. Gut. Greife einen Drachen und mit einmal an. Angriff. Den darf ich angreifen? Leicht? Ja. Da bin ich noch nicht weitergekommen. Der Drache macht einfach so viel Schaden. Das sieht anders aus. Zu 6 Belohnungen kann man kriegen. Zurück zum Spiel.
zack und zack und einfordern. Und die nächste tägliche Quest. Gewinne einmal in einer Kampagne. Durchmarsch. Du musst dich entscheiden. Hilfe oder zerstören. Ich helfe den Engel. Ich bin ein Guter. Durchmarsch. Ach, was war mit mir? Durchmarsch. Einfordern. Wow. Sind doch noch drei Stücke. Durchmarsch. Öffnen. Öffnen. Verlassen. Erobern. Jetzt muss ich wieder kämpfen. Okay. Und das war's. Pack mal den dahin. Den nach hinten. Super geschafft. Dann einfordern. Wir haben unser Tagesziel heute erreicht. Die letzte Truhe. Wir haben zwar noch ein paar Aufgaben hier offen. Aber ein paar ist gut. Also ganz schön viele noch. Aber die brauchen wir ja nicht mehr. Dann bin ich fertig. Gut. Dann schauen wir noch mal hier. Ah, das geht nicht. Aber hier. Und das geht. Ah, das kann ich aufwerten. Boah, nice. Das war auch nice. I will restore Erathia to its former glory. Alles auf 7. Okay, machen wir alles auf 7.
Und hier. Schwächste Einheit aus. Bis auf 51 probiere ich es. Okay. Aufstufen? Nein, ich wollte ja nicht weiter aufstufen. Okay. Ich werde jetzt hier abbrechen. Ich werde sonst heute nicht mehr fertig. Bestätige. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.